Die Firma Schunk produziert Greifer für Roboter. Der Bedarf der Kunden an Automatisierung ist riesig. Und genau deshalb werden in den nächsten 20 Jahren bis zu 18 Millionen Arbeitsplätze in Deutschland verloren gehen, sagt der Chefvolkswirt der ING Bank in einer neuen Studie. Gut jeder Zweite würde seine Arbeit verlieren. Nun mittlerweile, wenn man sich das anschaut, ist das diese industrielle Revolution eine Veränderung, die unheimlich anders sein wird als alte industrielle Revolution. Und ich fürchte, dass unterm Strich letztendlich mehr Jobs verschwinden werden, als neue hinzukommen. Im weltweiten Vergleich ist Deutschland schon weit vorn bei der Anzahl von Robotern in der Industrie. Nur die Fabriken in Südkorea und Japan haben noch mehr Automaten in der Produktion. Die Spezialisten der Firma Schunk arbeiten bereits an der nächsten Generation von Greifern für Roboter. Die Maschinen sollen zwar die Produktivität der Industriebetriebe erhöhen, aber vor allem mit dem Menschen arbeiten, intelligent und selbstständig. Menschen ersetzen sollen sie nicht. Dieses Thema Mensch-Maschine-Kooperation dazu führen wird, dass Tätigkeiten, die eigentlich schon längstens ins Ausland gehen würden, weiterhin in Deutschland gehalten werden können. Insofern ist das positiv, dass durch eine Assistenzrobotik dann die Arbeitsplätze hier bleiben. Die Automatisierung lässt sich nicht aufhalten. Ob sie Arbeitsplätze kostet oder Arbeit bringt, ist noch nicht entschieden.